Wir spielen ein zweites Mal Among Us, aber du wirst immer schneller. Wir haben aber ein Upgrade an unserer Mod gemacht, dieser selbst programmiert. Und zwar, ihr seht das schon, wenn ihr aufmerksam seid, hier rechts, man wird jetzt schnell. Das heißt, man wird jetzt doppelt so schnell. Also wir sind jetzt schon bei Einsatz. Ihr erinnert euch vielleicht in der letzten Folge, das hat alles ein bisschen länger gedauert. Das heißt, wir spielen ganz normales Among Us, aber du wirst halt ungefähr 2% pro Sekunde schneller. Das heißt, wir werden doppelt so schnell, dreimal so schnell, viermal so schnell, fünfmal so schnell. Viel, viel schneller als in der letzten Folge. Weil wir sind da nicht wirklich an dem gekratzt, was Among Us möglich macht. Und deswegen dachte ich mir, machen wir nochmal ein Update, machen uns noch schneller und racen hier nochmal ein bisschen durch die Map. So, ich kann... das ist schon der erste Tod. Das ging aber schnell. Wo? Ich bin Navigation mit Elina. Wir können uns gegenseitig sehen. Muss ich leider sagen, ich war in den Camps. Ich kann safen, weil ich bin gerade reingegangen, als er auch reingegangen ist. Und ja, er hat nichts fühle gemacht. Ich aber Fabus irgendwie aus dem Nichts bei den Kameras rausgekommen. Ich habe dann gedacht, hä, wo kam der denn? Ich habe ihn nicht reinlaufen sehen, nur rausgehen. Oh. Gefühlt ist er von Mad Bay. Mad Bay Security? Gefühlt, na, also meine Theorie ist, er ist von Mad Bay Security gewendet und dann hochgelaufen. Nein. Das, hä? Aber er ist reingelaufen von oben gerade in die Ja, das weiß ich, aber davor hatte, das ist meine Theorie, sie aber gekillt. Aber das wird er doch nicht machen, er wird doch nicht denn zur Leiche zurückkehren. Ich war doch kurz mit dir in Dings, Wo liegt die Leiche nochmal? Bei Klinik liegt die drin, bei Mad Bay. Ich war Candy. Ich war jetzt in der Kamera. Ja, man wird ja nicht bei Mad Bay, jemanden killen und dann oben rauslaufen. Man wendet Ja, ich bin gekommen von oben, ich bin nämlich rein in Mad Bay, hab dann nur gesehen, dass Fabo bei Security dort war und das Candy in Camps war. Mehr hab ich nicht gesehen. Ich war nicht bei Mad Bay. Ich war erst Electrical, ich war der, der das Licht gefixt hat und Ben kam dann rein, als ich war. Also ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ne? Also behalte das einfach mal im Hinterkopf. Electrical ist aber auch ein guter Vent-Spot. Nur mal so nebenbei. Wait, kennst du wen oben gesehen? Kann... Der rein ist in Mad Bay? Warte mal, stimmt. Logo war in Electrical drin, als ich reingegangen bin. Also hätte er den Kill machen können und da runterwenden können. Ich bin sofort hin und hab das. Ich war da, bevor also, das Licht sogar. Wenn man bei Mad Bay jemanden erledigt, dann geht man zu 99% durch den Vent weg. Wenn ja, man ja. Das ist immer. Klassiker. Das heißt, ich habe niemanden reinlaufen sehen. Also, Logo, hast du denn jemanden gesehen, der da rausgelaufen ist? Also du bist dazugekommen. Ich war der Einzige dort. Aha. Nicht, wie jemand das heißt, entweder ist die Person wirklich komplett psychopathenmäßig einfach oben rausgelaufen oder es muss halt, Candy oder Logo gewesen sein. Ja, ich war in der Kamera. Easy hätte das gesehen. Ich hätte es, glaube ich, vielleicht gesehen. Glaube ich vielleicht. Candy auch. Glaube ich vielleicht eventuell gesehen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Easy heute eine fresh Cappy rockt? Ja. Was fresher als Bensons Beanie. Hey. Mal ein bisschen eine Ruhe. Naja, es macht so gesehen Sinn. Rauslaufen ist unwahrscheinlich, weil das sehr, sehr riskant ist, wenn ich da jemand sieht. Und Easy meint ja auch, sie hätte das gesehen. Das heißt, entweder ist es ein klassischer Self-Report von Easy oder es muss Candy sein, der aber, glaube ich, tatsächlich in den Camps die ganze Zeit war. Oder es muss halt Logo gewesen sein. Wenn jemand Electrical gewendet worden wäre, hätte ihn Logo ja rauslaufen sehen. Außer es war so viel Zeit dazwischen, dass die... Okay, man ist halt schnell. Man ist halt sehr schnell. Das darf man natürlich nicht vergessen. Also du kannst schon natürlich den Kill machen und dann einfach blitzschnell oben rausrennen oder so. Das ist natürlich hier was Besonderes. Ich würde sagen, ich ignoriere mal die Task kurz und schaue, Candy hängt auf jeden Fall wieder in den Cameronis. Gucken wir mal hier. Da saust ihr. Okay. Candy ist, hä? Candy und Fabo, okay. Hoffen wir hier weiter. Electrical, jemand umgebracht. Da ist Gumbo. So. Alter, man ist so schnell. Wir sind jetzt schon fast dran. Was ist das? Fabo. Mann, Licht, immer Licht. Beben Licht erstmal, damit man hier ein bisschen was sieht. Jetzt wird wieder rumgetrollt. Ach, schade. Ich wollte rumtrollen, dass man es nicht beheben kann. Ja, Candycam-Kameras, ne? Das ist natürlich wieder so ein Ding. Ey, man sieht aber auch keine Leiche, ne? Es sieht so krank aus bei anderen irgendwie, ne? Okay, wir sind jetzt bei 3,3 Speed. Dann ist so schnell. Die Kamera kommt fast nicht hinterher. Guckt euch das mal an. Die Kamera hängt. Hä? Was hat sie denn gemacht? Achso, sie ist noch rumgebackt. Okay, ich muss mal wieder eine Task machen. Irgendeine Task, zumindest so Alibi-mäßig. Ja, man kann halt, also dieses Sabotagezeug, das funktioniert ja vorne und hinten nicht mehr. Weil man ist ja jetzt so schnell dahin gesprintet. Das kannst du dir ja komplett stecken irgendwie, oder? Ah, okay, warte, hier sehe ich was. Hier ist eine Tür zu. Tür zu. Wurde hier ein Kill performentet und dann gewendet. Aber ich kann die Aufgabe machen, ich schon mal hier bin. Wir sind jetzt bei 4-fach-Speed. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Server irgendwann... ob der Server irgendwann crasht, wenn man zu schnell ist. Weil das ist hier schon... Also man ist ja schon... Alter... Also mir wird richtig schlecht, ne? Mikrofon aktiviert.
Hä? Alter, mir wird richtig schlecht, ne, so schnell. Hey, war nicht die ganze Zeit Leute bei Camps, bei Security und so? Was sagen? Wo lag denn die Leiche? Mit Security zu tun? Ich habe Informationen, und zwar, ich wollte gerade zu Weapons laufen. Weapons. Und oben bei Download, also bei diesem Download, war Logo tot, aber mir kam Easy entgegen. Ja, das ich habe Easy eh schon gesasst. Oh. Weil es hätte. Nee, Leute, ich kann euch sagen, dass es Ben ist, aber okay. Yo, wie random. Du bist mir die ganze Runde hinterhergelaufen, hattest immer geguckt, dass du mich töten kannst. Nee, ich habe einen Kill gesucht. Also jemand, der getötet worden ist, habe ich gesucht. Ben, schlag einmal richtig komisch neben mir. Wer hätte Easy killen können, ist, aber. Wenn du also, nein. nichts hast, dann trägt die mich mit Ben unter einer Decke. Denn die hat Ben nicht als erstes gekillt. Das heißt, er muss auch ein Poster sein. Easy, wenn ich dich hätte killen wollen, wärst du tot. Nicht so, als würde ich regelmäßig Ben zum, als erstes Leute, Tag. Pass auf. Und zwar bei dem ersten Kill, dann hätte es ja eigentlich sein müssen, entweder Easy mit dem Self-Report oder Candy, der in Kamera gewendet ist, oder Logo, der in Electrical gewendet ist. Aber Candy und Logo sind tot. Nein, Fabo war gesasst. Fabo war gesasst. Also wenn wir jetzt Easy rausvoten. Hä, für den ersten Kill doch nicht. Aber hat Fabo gar keine Rolle gespielt. Gleichzeitig bei Matt B. Fabo weiß, dass ich nicht bin. Ich weiß, Fabo ist. Natürlich wurde er gesasst. Ja. Davon weiß ich nicht. Aber nur, weil ich, weil er mich nicht gesehen hat. Nein, also, ich sag mal ach, so. Ach ja, bei Candy ist mit der Kamera, ja. Wenn wir Easy rausvoten, dann instant hinterher Farbe. Ich würde sagen, Easy raus. Ja, dann. Ich denke, es ist Ben. Warum ich jetzt Easy? Begründe weil mal. Weil du mich zahst und weil du nur die Unschuldigen. Aber Elina hat dich als erstes gesasst. Ja, ey, ganz kurz. Wie viele Tasks habt ihr noch? Ich hab fast keine gemacht. Ich bin komplett durch. Aber ich bin ja schnell. Ich bin fertig. Ich bin komplett. Ich habe nur noch bei MadB eine. Easy, du hast keine Task. Du bist ein Poster. Also wirklich, lass gut sein. Lass los. Du bist ein Loser, wirklich. Ja. Selbst dein Imposter-Kollege hat dich gerade verkauft. Hä? Ja, Easy, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, sie war es dann auch, ne? Weil ansonsten ist jetzt hier ein Double Kill. Alter, Mann ist so schnell, Junge. Man kann ja wirklich auch. Man kann ja gar nicht mehr kontrollieren, wo man hinläuft. Jungen, guck dich das mal an, weil ich muss ja ganz kurz die Tasten mal, damit meine Kollegen nicht mit mir meckern. Wir sind bei 4, jetzt gleich 7-fachen Speed. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht gleich ein Double Kill gemacht wird, sondern dass wir mit Easy da schon die richtige Person erwischt haben. Ich will mal ein bisschen rumlaufen. Man ist doch auch schnell, um rumzulaufen. Alter, man wird. Alter! Yo! Meint ihr, man ist irgendwann so schnell, dass man aus dem Bildschirm laufen kann? Ich glaube, doch, Alter, man ist so schnell. Junge, Reaktor ist komplette sinnlose. Oh, jetzt muss ich hier Simon Says machen. Wenn ich damit aufhöre, bin ich schon wieder doppelt so schnell in der Zwischenzeit. Junge, wie die rumsprinten, das ist ja krank im Hintergrund. Das lenkt mich voll ab. Zack, 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 zack. Nein. Es war doch. Yes. Oh Mann, ey. Okay. Keine Kacke machen, Alter. Einen guten Kollegen, das könnte was werden. Weil jetzt instant hier O2 machen, wenn man so richtig lahmarschig ist, ist aber auch gemein, ne? Penny lag am Tisch. Am Tisch? Ja. Der war die ganze Runde AFK, ne? An welchem Tisch? In der Mitte? Am Meeting-Tisch. Ja, der kam aus der Cafeteria. Ich kann mich anders saven, weil ich war in Navigation. Ich habe mich gewundert, was hier gelabert wird. Und ja. Wer war bei mir in O2? Weil die sind alle safe. Wer war in O2 ich gerade? Bin vor Navigation. Also ich bin über O2 gelaufen. Ob ich jetzt mit dir war, weiß ich nicht mehr, aber... Weapons. Da waren zwei Leute bei mir in O2 und die sind beide safe. Also ich bin über Weapons O2 dann runtergelaufen. Aber ich bin jetzt schon am anderen Ende der Map. Es kamen mir zwei Leute von oben entgegen, als ich gerade aus Richtung Electrical kam. Richtung also ganz Cafeteria. Kurz, wo liegt die Leiche nochmal? An Cafeteria? Am Haupttisch. Am Haupttisch, okay. Immer noch über dem Tisch? Über weil da Tisch, stand ja. er halt. Ja, okay, da ja. stand er. Dann hat er sich nicht bewegt die ganze Runde. Alles klärchen. Wieso denn ich? Ich hab ein Skipper gemacht. Und danach gibt's Ballotschinken. Okay. Keine Ahnung, was das für Tasten sind. Da hab ich gesagt, bupp, die dauert eine Sekunde. Jetzt gehen wir wieder. Übernehmen wir mal Candys Job, würde ich mal vorschlagen. Okay. Ich könnte halt ein Cam-Fake machen, dass ich so sage, hier, ich habe gesehen, dass der und der in den Camps den umgebracht hat. Aber dabei habe ich es gar nicht gesehen. Easy, Camp da. Okay. Ey, was ist denn? Junge, also, ich sind los. Ich habe, glaube ich, keiner gesehen. Ich hatte hier länger keiner gesehen. Ich glaube, ich kann jetzt Elina. Wenn ich jetzt Flausch hier umbringe, ist übelst Hass. Ich könnte halt durchwenden, ne? Und dann hoffen, dass mir keiner entgegenkommt irgendwie. Da ist Gambo, ich wurde gesehen. Ich bin jetzt hier gar keine große Hilfe irgendwie. Okay. Microphone activated.
Nein! Nicht die Dina! Oh nee! Bei dieser Maschine. Oh. Die Maschine. Gambo, von wo bist du gekommen? Gambo und Fabo waren mit mir eingesperrt in Electric. Ich bin von unten gekommen. Ich hab mit Flo Lichter gemacht. Aber das können die Leute, die mit mir in Electrical waren, auch bestätigen, dass ich von unten gekommen bin. Ja, waren in Camps. Ein Imposter würde sich ja nicht selber einsperren. Ich war in Camps, also am Ende jetzt nicht mehr, aber davor. Am Ende war ich im Reaktor. Wir waren eingesperrt, ne? Lauschi, was hast du gemacht? Naja. Ich war bei Reaktor links und hab ich gesehen, diese Simon Says Aufgabe gemacht und auch 1, 2, 3, 4, 5 und dann bin ich hier auf dieser Antrieb auf Tanken gegangen. 1, 2, 3, 4, 5. Die 1, 2, 3, 4, 5, die Klassiker. Von Bad Bay. Ja, aber ich hab da tatsächlich niemand gesehen. Na, bis auf die Leiche, ne? Ben ist da rumgelatscht. Ich war nicht Mad Bay. Das war. Nee, aber du bist da bei Reaktor rumgelatscht. Ja, aber ich hatte auch 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich weiß, hab ich gesehen. Ja. Ich bin fast mit Haus für. Machst du jetzt gerade 1, 2, 3, 4, 5? Nee, jetzt mach ich Simon Says gerade. Ja, besser ist. Wo warst du? Nee, okay. Da Communications. Ja. Ich hab dich im Auge, Benjamin. Da Communications. Communications ist das unten, wo diese Ja, Logo Aufgabe kam kommt. Da raus. Ich war in Lager, war ich eingesperrt, dann bin ich zu Communications. Ich glaube, das war mein letztes, was ich gemacht habe. Echt, ich hab dich gar nicht gesehen. Die Tür war verschlossen, die ging auf und ich bin. Wo bin ich hingegangen? Hast du es noch gesehen? Nach oben. Nein, ich bin nach unten gegangen, zum Müll direkt. Ja, da weiß ich nicht. Ich hab dich rauslaufen sehen. Hä, Flo? Du wolltest mich auch gesehen. Ich jetzt Florian? Ja, ich weiß es nicht. Ich hab grad geraten. Jetzt fragt er gleich nochmal random irgendjemanden. Ich hab den Vent sauber gemacht. Tut mir echt leid, Flo, aber das ist wirklich ein bisschen sass. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dich da gesehen zu haben. Ich kam aus der Richtung. Oh, du hast dich gesehen, hä? Ja, wenn du so schnell. Ich hab nur noch gefragt, wer Camps war. Dann müsste derjenige in Camps mich gesehen haben, dass ich drüben von diesem Steuermodul da ganz rechts komme, bin runter zu Shields. Da war die Tür zu und dann ging die Tür auf und ich bin sofort raus runter. Also ich glaube, Flauschi an der Benzinflasche oder was das ich da ist. Ich war in Lager eingesperrt und ich musste einen Flauschi, hast du Flo in Lager gesehen? Ich war alleine eingesperrt. Ich bin ja dann auch in dem Screen. Ich hab da nicht wirklich was gesehen. Das mit diesen Aufgaben ist echt. Lager wurde zugesperrt und dann bin ich kommst. Wer sperrt dann immer die Räume zu? Na jeder eigentlich inzwischen. Der wird sich jetzt wahrscheinlich melden. Boah, Easy, das lässt du mit dir machen, ey. Boah, puh. Ich würde Gambo jetzt einen Spruch drücken. Genau jetzt. Hallo! Oh, weiß ich nicht, Logo. Der fliegt. Oh. Ja, das Ding ist, dass beide Imposter plus Logo halt dafür gewotet haben. Was gibt bei 7? Das wird jetzt ein Double Kill. Danke, Double Kill, tschüss. Double Kill. Warte mal, das ist jetzt ein doppelter Palatsching. Knopf, drück. Die werden jetzt den Button drücken. Ich drücke am besten selbst für Alibi, Malibi. Ich hebe lieber meinen Drücken auf, egal. Microphone Let's go. Activated. Das ich hab gebutt auf Light. Da mache ich kein Geheimnis draus. Wer? Also zwei Leute haben geskippt. Ich und wer? Ich habe auch geskippt. Ich wollte skippen, hab's aber nicht. Ja, die Imposter werden jetzt aber kaum sagen, ja, ich hab Logo gewotet. Nee, wer nochmal, Dings. Wer wurde gewotet? Ach, Flo. Oh, wenn Fabo und ich geskippt haben, Gambo hat's nicht geschafft, Logo hat Flo gewählt, dann sind noch Ben und Easy über. Ja, ich hab geskippt halt, ne? Ist ja klar, dass der Imposter sagen würde, der hat geskippt. Da hast du ja jetzt gerade. Ja, so wie alle anderen auch. Außer Easy halt. Das Ding ist, Easy hat sich sogar ein Alibi gegeben. Man votet ja, mich eh immer nur raus, wenn ich unschuldig bin. Wenn ich Imposter bin, votet ihr mich nie. Also ich bin safe. Ja, weil du so gut lügen kannst. Nee, weil ich gar nicht lügen kann. Wow, das weiß ich sehr doll nicht. Das ist eine gewagte Aussage. Wir müssen auf jeden Fall jetzt voten. So. Wen müssen wir denn voten? Ja, wie Easy sich wieder das okay abholt, weil ich so krank bin. Die will sich hier wirklich nicht die Hände schmutzig machen. Pablo, mit wem waren wir eben eingesperrt? Mit Electrical. Mit mir. Mit Easy, glaube ich, oder Flauschi. Mit mir. Easy, das Ding ist, Flauschi und eingesperrt. Außer Self-Report. Ich glaube, Flauschi und ich, wir können uns eigentlich safen, oder? Easy, jetzt mal unter uns, Easy. Bist du's? Ja. Sei mal ehrlich. Nein, ich bin's nicht. Schwör's mal auf Kenny, bitte. Das war ziemlich sass. Nein, hört mal auf zu schwören. Das Spiel ergibt gar keinen Sinn. Und Gambo, ich glaube, du bist es auch nicht. Das ja, aber das Ding ist, guck mal. Ist die erste Leiche gestorben in Mad Bay? Weil dann könnte Ben immer noch der sein, der rübergewendet ist. Nee, aber Flauschi kann mir ja ein Alibi geben. Ja, aber... Ich war schon sehr lange da. Simon Says dauert ja ewig. Fabo, was sagst aber du? Aber wir wissen auch nicht, wie lange die Leiche da lag. Also ja, das stimmt natürlich. Aber sein könnte. Rein. Ja, keine Ahnung. Zeig mit einem Finger auf jemanden, ich hau den weg. Fabo, sag du an, was sagt dir dein Herr? Mit Flauschi und Dings hat schon Sinn gemacht, aber keine Ahnung, ich weiß halt nicht. Flauschi... Flauschi guckt die ganze Zeit auch so grimmig, lass die weg. Hey, die guckt komplett traurig, was für grimmig. Easy guckt grimmig. Logo, wen hast du gewotet? Junge, Easy, du musst mal selbst entscheiden, wen du votest. Lass ja, Easy sie hat nicht gewotet, ist das krank, ich kann nicht mehr, Alter. Hätte ich mal die Fresse gehalten, lieber. Also, Leute, das müssen wir Easy voten, oder? Wieso denn das jetzt machen?
Ja, also ich hab's. Ich hab Sass auf Flausche, muss ich sagen. Ach komm, ist doch alles auf. Ja, ist doch geil, Leute. Cool. Ich dachte, wir voten easy. Was, wieso denn jetzt mich? Ja, so ein Random Call. Ich hab nicht mal einen Kill gemacht, die Runde. Es war zwar richtig, aber es war halt falsch, weil ich hab ja keinen Kill gemacht. Ist das random, Alter, wirklich. Mann, hätte ich mal easy gewotet. Ich habe extra noch gesagt, dass ich, damit ich Fabo, ich war, also ich habe das ja nicht ohne Grund gesagt, dass ich Dings vote, dass ich Flauschi sus finde. Ich wollte halt Fabo damit sagen, hey, wir voten Flauschi. Hey, wo ist denn Fabo hier? Aber weiß ich nicht, ob er schon gewotet hatte oder. Alter, man ist so schnell. Wie random, Alter. Ich habe nicht mal einen Kill gemacht. Was passiert hier? Ja, das Game wird von den Impostern gewonnen wegen den ganzen Random Votes hier. Ich kann das alles nicht. Ja, also, Flauschi sah aus, als hätte sie eine Aufgabe gemacht. Ich war nicht. Ja, habe ich. Flauschi, komisch jetzt gerade von Ben. Er wollte die ganze Zeit, dass ich ihn save und in der letzten Sekunde sagte, ich bin sus. Das war ein bisschen weird. Also, kann sein, dass Ben sogar richtig war. Ben. Ich glaube auch, dass Ben richtig war, weil der von Matt einfach rübergewendet ist. Also, ich bin nicht gewendet und ich habe auch keinen Kill gemacht. Ich habe komplett random gewotet. Ich fand Ben. Nur weil es richtig war, ist es ja nicht richtig. Versteht ihr? Es war trotzdem falsch. Es war nur das Glück richtig. Also für mich ist Fabo safe und Logo jetzt mit dem Knopfdrücker auch. Ja, weil eigentlich, ja. Warte, weil so. Wer waren Camps? Diese Alibis sind so sinnlos, weil jemand den Knopf gedrückt hat, ist ja safe. Hä? Als ob das Imposter nicht machen würden. Aber guck mal, wenn wir Ben jetzt rausgewohnt haben und vorne jemand. Wer. Zwischen wem hat sich gerade denn vorne entschieden? Ben und? Easy. Easy. Müssen wir nicht sicher. Nee, Fabo, du wusstest es. Der nächste raus aus der Luftschleuse. Also ja, warum behauen? Also wenn du wirklich unschuldig bist, was war denn das jetzt für ein Call? Nee, sie ist halt, Digga, die voten so sinnlos, Alter. Das macht alles vorne und hinten keinen Sinn. Ja, der ist gewendet. Ja, da. Bruder, ich bin nicht einmal gewendet, die Runde. Ich verstehe das alles. Okay. Das ist zu viel für meinen Kopf. Können wir mal die Task machen? Wer ist denn nicht fertig? Ich bin auch nicht fertig. Ich habe nur eine Rechtsbeine wirklich. Es werden eh wieder Geister die Task nicht machen. Ja, das kommt auch dazu. Deswegen mache ich die Task auch nie, weil die Geister das nie machen. Wir klären das jetzt wie Männer. Wen wollten wir als nächstes? Ich werde tatsächlich Ich nehm diesen Safer für Logo wieder zurück. Weil Logo ist nicht dumm. Weil wenn zwei Leute den Knopf drücken, instant reiht er sich hinten ran, obwohl er Imposter ist, um sich ein Alibi zu verschaffen. Na, und den habe ich dem wahrscheinlich. Ich sag dir ehrlich, da will ich ihm jetzt doch die Aufnahmerunde kaputt machen. Ich sag ehrlich, fernab von allem, eigentlich, ich bin safe, dass es Fabo nicht ist. Wenn Fabo hier am Dribbeln ist, dann fahre ich rüber nach Köln, Digga. Wirklich. Ja, das war doch jetzt eh unser letztes Meeting, oder? Das hat doch jetzt jeder einmal. Müssen wir auch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum Flauschi packt. Ich habe Angst. Ja, es wird damit den Kill. Nein, du hast keine Angst. Sag nicht, dass du Angst hast. Ja, dann votet mich. Aber sie hat doch den Kill-Cooldown damit resettet. Warum? Das würde doch nur den Imposter aufregen. Ja, aber du kannst ja, dadurch, dass jetzt alle gedrückt haben nacheinander, kannst du dir damit halt easy einen Alibi holen. Gambo, komm raus aus der Luftschleuse, komm. Hast du jetzt Gambo gewotet? Warum? Ja, weil Gambo so aufbrausend ist, das. Ja, dann ist es Logo, oder nicht? Ja, komm, hau Logo weg. Ja, beim Fabo. Stimmt's aber nicht. Ja, Fabo, komm, bitte. Mach halt. Rot Logo. Fabo, komm. Rot Logo. Tritt den Sheriff da weg. Auf Basis, komm. Logo weg. Nein, Fabo, mach Logo keinen Scheiß weg. Jetzt, ne? Ja, nee, du bist auf gar keinen Fall. Ja, also, so, aber dann vote ihn doch raus. Skippen einfach, Flauschi. Ja, eigentlich schon, Ahnung. Aber ich weiß nicht, was Flauschi gedrückt hat. Flauschi, hast du geskippt? Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Sag bitte, du hast geskippt. Oh nein, oh mein ich Gott. Ich hasse euch! Oh mein Gott, ich wollte skippen! Das ist krank, diese Rest. Das ist wirklich, jeder Mode ist random, die Runde, mir fallen Jahre aus, Alter. Ist das anstrengend, wirklich, Leute. Das ist ja alles so quatschig. Ja, jetzt können sie nicht mehr drücken. Sie brauchen auch nicht mehr so dumm. Ja, es ist jetzt vorbei, ne? Also ein Kill into win. Nice, wir haben gewonnen. Ich habe nicht ein Kill beigetragen. GG, Alter. Geile Meile, ey. Die können eh nicht mehr drücken, auch wenn er es einfach nicht beheben würde. Wäre alles auch egal. Ja, zack, gewonnen. GG. Ich hasse das. Ey, das Ding ist, ihr habt mich zwar richtig gewotet, weil ich halt Imposter war, aber es war halt trotzdem ein falscher Random Boss. Ich hab keinen Kill gemacht und ich bin auch nicht gewendet. Also es war komplett random falsch gewotet eigentlich. Das war eine weitere Episode Among Us. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal kostenlos, würde ich mich sehr, 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 sehr freuen. Schaut auf jeden Fall auf www.bags.shop vorbei. Da könnt ihr euch die neuesten Bücher von mir kaufen. Gibt's 3 Stück inzwischen, falls ihr die noch nicht habt. Auch die neuesten Hoodies, Banks Family und Banks Glow in the Dark Hoodies sind jetzt wieder am Start. Plüschtiere gibt es noch vieles weitere. Schaut auf jeden Fall vorbei. Bis dahin, euer Benson. Ciao.